Na, das passt doch. Aber was machen wir, wenn die Cops vorbeikommen? Schießen oder reden? Weil eigentlich habe ich die Cops mega gern, die gerade on sind. Ich eigentlich auch. Weil es ist so, Curly, Eric, also Alexa Tapping, Eric Flat, Mara kenne ich halt nicht. Aber Roy und der andere ja, guck mal, waren ja jetzt auch mega nice. Hier hast du noch so eine voll schwulen Lücke gelassen, ja gut. Ich glaube, hier kannst du auch noch durch, ja, ja. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Das ist halt der LKW, hier hast du immer so eine kleine Lücke. Shit, gepanzertes Auto. Fahrzeug. Jo. Hunter, okay, ich hab abgeschickt. Fuck. Hunter. Ready or not? Also, so, ich sag ihnen, sie sollen abhauen. Ja, sag ihnen, sie sollen abhauen. Mikrofon muted. Verschwinden Sie, liebe Polizei! Ich will 100 pro hier alles abfahren. Verschwinden Sie jetzt! Du siehst ja, wenn sie von rechts kommen, ne? Steps. Die sind schon vor der Steps. Halle, ne? Daran glaube ich nicht! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Nein! Gehen Sie weg! Bitte wiederholen Sie! Neben die Elite ist er. Die Wände sind nicht dick! Verschwinden Sie gefälligst! Sonst müssen wir leider das Feuer eröffnen! Das würden wir ungern tun! Wir haben die Polizei ja an sich gern! Und ich hab. Ja, Herr Roy. Sie sind umstellt, ich weiß nicht, ob das gut für Sie ausgehen wird. Das weiß ich auch nicht. Das können wir nicht tun, wir brauchen dringend das Geld. Wie sieht's denn mit Verhandlungen aus? Einer kommt von vorne von den zwei LKWs. Vorsicht. Also, kommen Sie nicht näher, sonst sind wir gezwungen zu schießen, aber wie sieht's mit Verhandlungen aus? Oder sie hören uns auch so einfach gut genug. Die Wände sind auch so dick. Sind sie nicht, verdammt! Hier ist es mega luftig, sie hören mich gut genug. Hast du den rechten am LKW in Sicht? Sonst kann ich kann ihn nicht sehen, warte mal, ich geh da zwischen der Schilf. Ich muss meine Pose wechseln, der hat mich gesehen. Der linke an der Tür, der könnte auch... Ich sehe einen, glaube ich. Nein, müssen wir nicht! Ich sehe einen. Sag's. Wir können sie nicht. Wenn wir sie sehen, dann fühlen wir uns gezwungen, unsere Ladung zu verteidigen. Sag, die sollen die Waffen holstern. Ja, und dann machen wir es auch. Okay, holstern Sie Ihre Waffen, wir holstern sie auch. Aber ich verstehe Sie mal ganz schlecht hier durch die Wände. Was für eine schlechte Ausrede. Herr Roy, wenn es um Vitamin B geht, haben Sie immer ein super Gehör. Was ist jetzt los mit Ihnen? Zwei Leute, einer direkt an LKWs und einer vor mir vom Schilf. Holstern Sie Ihre Waffen? Wir holstern unsere aus und dann können wir reden. Wer schläft das Spiel an? Was war? Holstern Sie Ihre Waffen? Dann holstern wir unsere auch und dann können wir verhandeln. Wenn nicht, knock sie aus, wenn er dich gleich sieht, wenn du nah genug dran bist. Nein, gleichzeitig. Gleichzeitig! Einer kommt zu mir. Holstern Sie Ihre Waffen? Verdammt, mich sieht gleich der Heli. Holstern Sie Ihre Waffen? Verdammt, der Heli ist genau über mir. Holstern Sie Ihre Waffen? Schießen wir oder nicht? Holstern Sie Ihre Waffen! Wir haben gerade gesagt, er hat gerade gesagt, Sie holstern Ihre Waffen. Haben Sie die geholstert? Warte mal. Scheiße. Warte, wenn ich gehe raus, sag ich komme raus, ich rede mit ihm. Nein, ich rede mit ihm, wenn, okay? Okay, gut, ich komme raus zu Verhandlungen. Ich habe eine geholsterte Waffe und ich komme raus zu Verhandlungen. Hören Sie? Ich weiß nicht, wo vorne ist. Ich komme irgendwo raus. Ich habe keine Waffe. Keine Waffe. So. Herr Roy, also, Herr Sullivan meine ich, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich Sie mal Herr Roy nenne. Der Name ist irgendwie sympathischer. Also, wie sieht es denn da aus? Der Heli sieht mich. Verdammt. Wechselposition. Was haben wir denn für Optionen? Das wäre doch nur fair von Ihnen. Ja, okay, es ist einer,
Eine kommt da, wo ich durchgegangen bin, kriecht und schaut durchs Fenster bei dir. Elite. Da sieht mich eh nicht. Mich hat einer gesehen, locker, aber ich bleib trotzdem liegen. Wir brauchen unser Geld wirklich, wirklich dringend. Wir würden... Dann sehen die mich 100 pro. Habt ihr mich auch so schon gesehen? Der Helikopter ist so schrecklich laut, ich höre sie kaum. Blöderweise. Ja, ich habe mich Glück und die haben mich nicht gesehen, aber ich glaube schon. Es läuft einer in deine Richtung, Stevie. Jo. Und schaut dort. Ah, der sperrt die LKWs ab, verdammt. Was? Also sie stehen, einer mit, zwei mit gesenkten Waffen, einer mit geholsterter Waffe, einer läuft ein bisschen in deine Richtung, jetzt stehen sie alle bei mir. Also, ja, ist etwas besser, aber wie sieht, also wie, die Sache ist die, wir brauchen wirklich dringend unser Geld und wir würden niemals die Waffenlobby unterstützen und so. Die Kugeln sind für einen, also wir brauchen das Geld für... Wir sind, ach, das ist peinlich, wir sind blöderweise obdachlos geworden durch das letzte Erdbeben. Heute um 22 Uhr sind wir obdachlos geworden und brauchen dringend ein neues Haus. Und diese Kugeln sind gar nicht so illegal, wie sie aussehen. Sie sind nämlich für ein Museum. Können wir nicht drüber reden? Wissen Sie irgendwas hier vom Erdbeben um 22 Uhr? Mist. Ja, ich glaub, was ist? Die Kollegin will gar nicht hören. Ja, die Hellcat sieht mich locker. Also, wie sieht es denn aus? Was können Sie mir denn für Optionen bieten, dass meine Leute keinen Anreiz haben, auf sie zu schießen? Ich muss jetzt zuhören. Na, wie viele Leute sind sie denn? Es kommt drauf an, wie viele Leute sie sind. Ja, das würde ich Ihnen ungern sagen. Wir sind viele. Sehr viele oder viele? Über unendlich, mega viele. Nennen wir es 3+. Noch ein Helikopter. Nennen wir es 3+. Also wie sieht es denn aus? Weil wir brauchen das Geld dringend. Wir so illegal wie es aussieht, ist es doch gar nicht. 4 Stück stehen hier ziemlich vorm Fahrzeug. Drei Stück sind es. Drei LKWs. Wir könnten es ja eventuell so machen, dass wir 2 LKWs beschlagnahmen. Und den einen könnte den halb voll machen. Ach, Herr Sullivan. Warte, ich komm raus. Wie sieht's denn aus, wenn Sie... mein Kollege kommt raus. Meine Kollegen kommen raus und würden gerne unseren guten Willen zeigen, und um vielleicht etwas besser verhandeln zu können. Denn wir brauchen unser Haus wirklich, wirklich dringend. Da kommt einer rein. Wenn Sie das auch machen, mache ich das auch. Das wäre doch ein fettes Deal. Komm, auf 3. Denn sehen Sie, wir wollen guten Willen zeigen, weil wir brauchen unser Haus wirklich, wirklich dringend und wir wollen Ihnen wirklich nichts tun. Und 2 LKWs. Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass Sie nur einen beschlagnahmen? Wie gesagt, es hat nichts mit der Waffenlobby zu tun. Auch keine Piraten. Okay, eineinhalb? Herr Sullivan? Ja. Herr Sullivan? Ich mache Ihnen hier. Sie lassen uns alle 3 Fahrzeuge mit dem Inhalt. Und wir spenden was der Stadt Altes. Naja, also wenn dann können wir spenden, aber wir nehmen trotzdem noch eineinhalb. Eineinhalb LKWs. Zum Beispiel ich Bruder, die muss meine Frau bezahlen. Die wurde in Straße festgenommen. Wenn ich die nicht bezahle, dann töten wir sie. Und wie sieht's? Keine Frau mehr, keine Kinder. Wie sieht's aus mit einem freiwilligen Bußgeld von 1 Million? Quasi? Wie sieht's dann mit den LKWs aus? Nein, insgesamt. Insgesamt, eher. Ich brauche irgendwelche Sachen, irgendwelche Infos. Ja, du hast doch gesagt, du kommst raus. Ich habe gesagt, du kommst raus und wir verhandeln schon mit Ihnen. Im Moment sind wir bei 1,5 LKWs beschlagnahmen lassen und den Rest behalten. Also kannst rauskommen. Nein, hier ist gar nichts prägnant. Alle sind friedlich. Nein, unser letzter Kerl kommt schon raus. Er braucht nur eine Weile, er war ein bisschen weiter weg. Ihnen... Es droht Ihnen nichts mehr, liebe Polizisten. Ja, das waren alle... Gucken mal. Ich denke bei Ihrer Kollegin. Genau, wir zeigen ja unseren guten Willen. Aber sehen Sie, Herr Sullivan, dass...
Das Museum braucht wirklich dringend diese Kugeln, weil die wollen so eine Pyramide draus bauen und noch so alte Kanonen draufstellen. Das ist so ein Museum, das verzeiht, wie schlecht Piraten eigentlich sind. Das passt doch ganz gut in die Mentalität dieses Staates. Oder nicht? Das können sie doch nur unterstützen, so ein Museum. Und da machen wir folgendermaßen. Wie viele Kanonen gehen insgesamt zwischen drei LKWs rein? Das Oder sagen wir in einen sind noch LKW? nicht alle Das fertig. wissen wir nicht. Einen Moment, Kannst du schon Ein einen Moment, muss LKW da drüben davor schauen. ist, oder? Ja, haben wir. Nicht, doch, nicht, weil nicht, aber Herr Sullivan, wie sieht es aus? Ihre Kollegen Ja. könnten auch mal ihre Waffen wegwerfen. Gucken Sie mal, unsere Waffen sind auch schon zermodelt, weggeholzert. Das finden wir jetzt ein bisschen, Naja, naja, nicht also. so okay. Hier ist doch nichts, wir Wenn jetzt sind doch noch alle ein hier paar Leute verkumpelt. rauskommen. Ach So wäre ich, also nein. ich stehe ja schon von Ihnen, vor Ihnen ohne Waffe. Ja, aber Das überlegen kann Sie wohl mal. reichen. Überlegen Sie mal, wenn ich da jetzt einen Scharfschützen irgendwo platziert hätte, dann denken Sie, ich würde jetzt rauskommen, mit Ihnen reden. Ja, um dann den Raum zu gewinnen und dann Nein. schließlich kann ich dann. Wenn Sie mal gucken, Sie haben eine Weste. Ich habe keine Weste. Jede Kugel, die mich trifft, durchschießt sofort. Sehen Sie, So, Herr Sully, so wenn... wäre das. Ein Sniper hat nur immer einen Schuss im Lauf. So. Sehen Sie, Herr Sully, wenn es wären um die 420 Kugeln, soweit ich sagen kann, wenn ich mich nicht krass verrechnet habe. Also wenn es 1 zu 1 Was, ist. 420 in einem Nein, oder alle in zusammen. allen? Eine Wir zusammen waren noch nicht so richtig, wir waren noch 420. nicht fertig, aber es wären, also zumindest die Rohmaterialien wären. Sehen Sie, Na, wie dann wäre geben es Sie mir dann? ruhig 200. Ah, oh, das ist doch nicht schon zu viel. Nee, Wie da kriege ich ja meine sieht's Frau denn, nicht. Da kriege ich nur Einzelheiten wieder. Herr Sullivan, wie sieht's denn aus mit 2 Millionen Bußgeld? Weil wir bußen wirklich schrecklich und dann ist uns ein kleines Häuschen für uns drei immer noch drin. Und dann sind wir nicht mehr obdachlos. Und das Museum freut sich auch über die Kugeln. Das Dann Museum machen Sie mir doch am mal ein Angebot, Südende. ich mache Ihnen ein Gegenangebot und dann finden wir uns irgendwann in der Mitte. Okay. Ich würde ein Bußgeld von 2 Millionen bezahlen oder meinetwegen aufgeteilt, wie auch immer. Oder meinetwegen als Spende an den Polizeikindergarten oder sonst irgendwas. Und dafür behalten wir unsere Fahrzeuge. Wie klingt denn das? Und nebenbei Jo, das hört sich immer ganz gut verschwinden auch an. noch meine sonstigen Missverständnisse mit der Polizei in ihren Akten. Vielleicht? Wie bitte? Wie bitte? Also Und. dass Ihre Akte auch gleich noch gelöscht wird. Ja, genau. Weil da ist, ich weiß Bei nicht, wie da allen oder viermal. bei einem? Ich denke, die anderen sind ziemlich clean. Ich habe keine Ahnung, wie viermal Behinderung bei der Polizeiarbeit in meiner Akte kam. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch gar nicht, woher ich das weiß, dass sie da drauf ist. Nein, nein. Ah, Herr Sullivan, und nicht die Troller schon wieder, die ich doch gestern erst. Oh So, Herr nein! Sullivan, ist Oh aber. nein, Ich ich bin sehe schon mal kurz in wieder! diesen Baum pinkeln, ja? Ich komme gleich wieder, ich gehe mal kurz Also, wir an. Ich muss mal drin könnten. Aber pinkeln. dann müssen wir auf jeden Fall noch einen LKW noch mitnehmen. 2 Millionen und ein LKW? Kollege, guten Tag, können Sie einmal kurz Ohne wegsehen? LKW Wir haben und die Olle 2 gestern Millionen. beim Hast du Drogenschmuggeln erwischt. Das ist gar nicht Die ist wahr! alles sinnig egal. Das ist gar nicht wahr! Und dafür Ja, bin dann ist ich, ja habe ich gesagt. interessant. Also, Okay? Herr Sullivan, Das Herr stimmt Sullivan, gar hier ist nicht. es so laut, kommen Sie lieber mit, lassen Sie uns woanders drüber reden. Verdammt. Also, Hallo? so wie da um Was die ist denn Ecke. los? Naja, aber wenn Sie jetzt alle verteilen, dann sieht das Okay, vielleicht etwas 3 Millionen, besser Herr aus. Sullivan. Sie Und jetzt sagten, sind Sie alle geben irgendwie ein gegen. Gegenangebot. Wie wär's mit 3 Millionen und wir behalten die LKWs? Ich meine, wir müssen die. Moment, wir schauen gerade mal, wir haben gerade den Polizeikomputer User zum joined Laufen your gebracht. Wir channel. schauen mal ganz kurz Ihre Fahndungsliste durch. Okay. Und dann können wir ja mal nochmal ein neues Aber Angebot ich habe schreiben. mindere Sachen. Ich meine, Behinderung der Polizeiarbeit, das kriegt man ja schon, wenn man vor einem Polizeiauto über die Soll ich Straße läuft. Das ist aufstehen ja und nichts nochmal Schlimmes. rotzen? Nee, Nein, ich mach's bin nicht. Activated. Kollege, warum Microphone reden Sie eigentlich mit muted. der Kriminellen? Die hat festgenommen zu sein und in Zerkrümmerung zu Nein! sein. Wir sind nicht so kriminell, wie wir aussehen. Und ich sehe gar nicht kriminell aus, abgesehen davon. Ja, bis jetzt haben Sie sich eigentlich ganz kooperativ verhalten. Sie sind hier ohne Waffe rausgekommen. Wir Aber ich haben hätte drei fast Stück nicht schon gedroht. wegrotzen können. Ja, Ja, Sie ich müssen hätte immer auch die kleinen zwei Sachen wegrotzen verhandeln. können. Das sind Drogenkriminelle. Die erkenne ich auf 10 Metern. Weil die machen so Ja, krasse sie riecht man auf Fehler, die 10 Uhren, Meter ne? und trotzdem bin Ja. ich nicht gemein zu ihnen. Die Hellcat ist mega scheiß am Spotten. Naja, und Nicht da allgemein, dadurch, ich dass bin Sie auch hier äußerst Drogen jetzt höflich. gefarmt haben. Ich wüsste Aber nicht, dass Erdbeere ist ja irgendwas eine Straftat davon in und meiner Verzeihung, Akte aber steht. die ist ja vorbestraft, also, Ich bin ne? nicht vorbestraft. In meiner Akte Ja, ist. Stimme erkenne ich doch schon In meiner später. Akte sind vielleicht ein paar andere Du, Missverständnisse, aber nichts, was mit Drogen zu tun hat. Da bin ich ganz sicher. Gute Naja, Frau, ich gut, habe Sie okay, doch gestern also wir haben gerade verhört. mal.
Also wir haben gerade mal ihre Fahndungsliste durch. Also ja. Frau Sagadi hat ist die einzige, die ungefähr 200.000 haben, also nur Wildpinkeln, Behinderung der Polizeiarbeit. Ich habe keine Ahnung, wie das da alles drauf kommt. Aber ich wäre bereit, es zu begleichen. Auch nicht. Das ist auch immer da. Und auf jeden Fall, also, da sie ja komischerweise noch irgendwie im Drogenhandel oder so tätig waren. Nein, war ich nicht. Ich traue natürlich hier meinen Kollegen. Tun Sie das nicht? Wir sagen einfach mal, was haben Sie von 2 Millionen und ein LKW? Nein, das ist doch viel zu viel. Was? 3 Millionen bin und wir behalten die LKWs. Bitte. Oder haben Sie noch 2 volle LKWs? Sag dann kriegt 10%. Womit will er, wie rechnet er das bitte aus? Ich weiß ja schon, dass es komplett 3 LKWs braucht. Ich denke, einer reicht auch, aber ich lasse ihn noch den einen anderen LKW. Also wie viele LKWs jetzt haben Sie mich verloren? Also, okay, sagen wir 2 LKWs und... Also Sie nehmen 2 LKWs weg, oder? Ich... Ja, also überall 2 LKWs. Genau. Okay, können wir uns zumindest aussuchen, dass Sie die 2 LKWs, die noch nicht verarbeitet sind, mitnehmen? Also die 2 da? Naja, also, das ist natürlich jetzt... Das läuft ja nicht. Nee. Also, wenn aber wir schon richtig jetzt genug kugeln. Genau. Nein. Okay, ich würde gerne weiter verhandeln. Wie viel kriegen wir für das ganze Zeug? Aber es ist nicht viel, weil wir selber nicht viel da drin haben. Also kriegen wir wie viel? Warte mal kurz. 400 Kugeln, sagtest du, ne? Ja, circa. 400 mal 11.000. Einen Moment, ich muss eine Sekunde über mein Leben nachdenken. Und das sind nur 4,4 Millionen, das ist nicht viel, sag ich ja. Das ist nicht viel. Das ist so ein Bullshit, ey. Sehen Sie, wenn ich... Tun Sie das bitte nicht! Ich bin dann wieder obdachlos, wir können uns nichts leisten. Wenn Sie die zwei vollsten LKWs nehmen, dann machen wir quasi keinen Gewinn. Dann müssen wir auf der Straße schlafen. Bitte nicht, Herr Sullivan, bitte nicht. Ich war immer gut zu Ihnen. Aber meine Kollegen nicht. Und ich habe ein Adoptivkind. Es ist nur ein bisschen illegal, nicht richtig. Wie gesagt, wir wollten sie an ein Museum liefern. Ja, also das habe ich ja nie gehört. Bisschen illegal. Ja, wir wollten sie an ein Museum liefern. Also es ist allerhöchstens Fälschung, weil wir sie diesem Museum als alte Kanonenkugeln verkaufen wollten. Allerhöchstens Fälschung. Ja, nichts illegal, können Sie gerne machen. Ja, ich kann Ihnen gerne. Es ist allerhöchstens Fälschung. Bitte nicht alles mitnehmen. Außerdem, wir waren doch so kooperativ. Wir haben auf niemanden geschossen. Also, hier ist nichts Illegales dran. Deswegen haben wir jetzt auch keine Anschein dran. Nein, bei den anderen? Ja. Aber sie machen mich trotzdem bettelarm. In welchen? Sie werden noch ärmer machen. Ja, bitte nicht. Sie sind schon ziemlich gut dabei. Keine Ahnung, das ist nicht meiner. Ja, wer hat den Schlüssel für den LKW da hinten? Welchen dort hinten? Dort hinten? Frank, der da hinten ist der mit der Wertung. Ja. Das hab ich schon ausgesucht. Frank, das nimm aus meinen Kugeln raus. Nimm aus meinen 17 Kugeln raus. Also, deinem? Dann nehmen wir noch den hier mit. Ja, der hier, ja. Warte mal. Was ist denn da drin in dem hier? Ja, hier ist auch schon Schlacke drin. Dann nehmen wir den auch noch mit. Also den und den hinten. Kommen wir jetzt mal bitte von dem. Ja, aber dann machen wir gar kein Geld mehr. Das ist richtig bitter. Schade, dass man mit der Polizei nicht verhandeln kann. Alles klar. Hey! Sie können doch nicht einfach vor sich hin tasern! Oh, ich verstehe. Aber die Herren, Sie können doch bestimmt beim Museum anrufen und sich vergewissern, dass es der Wahrheit entspricht. Jetzt seien Sie mal still, Herr Diable. Naja, ich glaube, ich muss mal mehr voll sehen. Also ich distanziere mich von den Anschuldigungen von Herrn Diable. Da will ich ja definitiv eine Anzeige machen. Ich gehe morgens zum Supporter. Ich gehe zum Supporter. RP-Fail ist das, definitiv. Ich fasse es ja nicht. Ich hätte mir alle direkt gesetzt, wenn ich draußen Anwalt von ihm oder nicht. Herr Sullivan, wie sieht es dann jetzt mit unseren Verhandlungen aus? Das waren ja keine Verhandlungen. Wir haben uns auf was geeinigt und jetzt machen Ihre Kollegen einfach irgendwas. Na
Ja, wir hatten ich gehe jetzt offline. Ist mir scheißegal. Mach's bitte nicht, dann wirst du gebannt. Wir haben 3 Uhr durch. Ist mir scheißegal. Ja, dann sag's doch, dass du off musst. Mikrofon muted. Aber sie haben ja immer abgelehnt. Wir waren doch noch in den Verhandlungen und dann kommt ihr Kollege und sagt einfach alles ein. Ja, das dauert hier zu lang. Wir sind ja nicht bei der Wohnung. Irgendwann reißen auch die Geduldsfaden. Das Video werde ich aber gleich machen. Also beim nächsten Mal doch lieber drauf schießen. Gut zu wissen. Yep. Ja, tun Sie, was Sie tun müssen. Na super. Finde ich geil, ja. Dann ergibt man sich auch noch und dann sowas. Für die Zukunft. Nehmen Sie bitte legale Art und Weise, Ihr Geld zu verdienen, ja? Oder man schießt einfach drauf. Dass Sie hier überhaupt rausgehen mit irgendwas, ja, ist schon gut für Sie. Weil eigentlich müssten wir Sie jetzt alle drei einkassieren. Kollege Reul? Alle drei. Mitnehmen ja. Und entsprechend weiterfahren. Einmal den Schlüssel für den Truck hinten, bitte. Was? Sagadi? Ja. Sag mal, der eine mit S da, der soll mal im Test mich gleich mal ziehen zu sich alleine. Ja, ich kann nein, ja, das sage ich jetzt nicht im Spiel. Was geben. Kannst du noch schreiben? Nein, ist schon in Ordnung. Sie tun nur ihren Job. Aber tun Sie, was Sie tun müssen. Ist schon okay, Sie können auch alles mitnehmen. Na gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also können wir jetzt alles mitnehmen, oder? Ja, machen Sie es. Ich bin gerade massivst enttäuscht vom ja, Roleplay. Ich habe keinen Bock mehr, das zu verkaufen. Sollen Sie es mitnehmen? Sollen Sie es mitnehmen? Fuck drauf. Da gibt man sich Mühe und es ist eh scheißegal.